Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich habe mein Backpack schon auf dem Buckel. Denn jetzt gehe ich zum vereinbarten Treffpunkt und heute geht es Richtung Wüste. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ja, lasst doch gerne ein Abo da, Glocke nicht vergessen und vielleicht noch einen Daumen hoch. Das würde mich echt freuen. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. So, jetzt muss ich durch die dunkle Medina. Hier sind noch ein paar kleine Wegbegleiter. Ja, jetzt muss ich durch die dunkle Medina mich zurückfinden zum Startpunkt. Aber den Weg bin ich jetzt bestimmt schon 5-mal gelaufen. Ich denke, das sollte nicht so schwer sein. Hier ist noch alles menschenleer. Ich finde es so schön, wenn man morgens durch die Stadt läuft und langsam beginnt es zu erwachen. Die ersten Leute fangen da hinten schon an mit dem Aufbau ihrer Stände und Märkte. Viele gehen zur Arbeit und wisst ihr was? Ihr müsstet mal riechen, wie das duftet hier. So richtig orientalisch. Ich würde denken, so ein bisschen nach Sandelholz. Holzig. Sehr schön. Total niedlich. Ich kam gerade an eine Kreuzung und wenn hier alles so leer ist, sieht es anders aus. Dann wusste ich nicht mehr, welche Richtung. Und der Herr auf dem Esel, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass ganz oben drauf einer saß, der hat mir einfach die Richtung gezeigt, ohne zu wissen, wo ich hin muss. So, da bin ich mal schon. Hier wird schon fleißig Müll gesammelt und Müll weggeräumt. Und jetzt noch einmal um die Ecke und schon bin ich am Treffpunkt. Oh, da steht schon ein Auto. Vielleicht ist es ja meins, aber 10 Minuten zu früh, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Dasselbe Auto wie gestern, derselbe Fahrer wie gestern. Never change the winning team. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Als erstes will er Cola haben. Wetten? Mann, war das ein Stress jetzt gerade. Hab gerade jemanden aus Deutschland kennengelernt und mich super mit ihm unterhalten. Und wir haben in dem Auto gesessen. Und plötzlich kam Hektik auf und er musste aussteigen und ich sitzen bleiben. Und dann haben wir gefragt, warum? Na, der Bus fährt nicht nach Masuga. Und ich, ich fahre auch nach Masuga. Nein, dann soll ich doch auch aussteigen. Und wow, crazy, this country. Jetzt sitze ich schon wieder in einem Bus. Haben wir wieder hier den Platz neben dem Fahrer organisiert. Mein Rucksack ist auch da, also erstmal läuft's. Hier gibt es einen eigenen Radweg nur für Mopeds.
machen jetzt eine 20-minütige Kaffeepause und schaut mal, wie schön das hier ist. Wir sind mitten in den Bergen auf ca. 1500 Metern Höhe von Marrakesch gen Osten gefahren Richtung Kwarzasate und das hier ist der Hohe Atlas. Wir sind hier übrigens auf einer Raststätte und so sehen die Toiletten hier aus. Also ganz sauber. Die sehen viel besser aus als deutsche Autobahnraststätten. Das hier sind übrigens die Tajinen. Darin wird das leckere Essen gekocht oder gebacken, weiß auch nicht so genau. Eine richtig schöne Raststätte hier mitten in den Bergen. Der nächstgrößere Ort heißt hier übrigens Kwarzasate. Und da ist mein Auto. Die sehen hier immer alle gleich aus. Ich merke mir immer das Kennzeichen und dann geht das schon. Wir fahren jetzt auf 2500 Meter Höhe einen Pass hoch und er hat versprochen, wir halten an und dürfen Fotos machen. What the fuck? So, wir machen jetzt hier einen kurzen Zwischenstopp und muss mal hier von den Menschenmassen weggehen. Wie crazy ist dieses Gebirge? Genial, oder? Wir sind jetzt auf 2500 Metern Höhe und hier sieht es etwas touristisch aus. Aber klar, alle wollen diesen krassen Ausblick sehen. Schaut mal. Da ist ein Viehtrieb. So, jetzt sind wir hier irgendwo mitten in der Wüste angekommen. Ich kann gleich mal googeln, wie die Stadt heißt. Und ja, jetzt gucke ich mir hier eine Stelle an, wo ein Film gedreht wurde. Der Ort hier heißt Ait Ben Haidu. Oh, wer sitzt denn da? Der Klapperstorch, der bei uns geflohen ist, weil es zu kalt wird. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Wanderung durch die Stadt. Hier wurden 25 Filme gedreht, unter anderem Alibaba, Asterix und Obelix, Indiana Jones, Barbie, Gladiator, Game of Thrones und Gladiator 2. So, ich gehe jetzt hier durch den Fluss darüber und dann gucke ich mir das ganze Ding mal an. Ja, alles klar. Schauen wir mal, wie wir hier rüberkommen, wa? Ich sehe schon den Weg, den ich gehen muss. Selbst wenn ich hier reinfliege, dann habe ich halt nasse Schuhe, aber hier sind, weiß nicht, über 30 Grad. Also, no problem. Geschafft! Ich habe den gerade gefragt, ob es möglich ist, dass der ganze Fluss voller Wasser ist. Und der sagt tatsächlich ja.
vor 50 Jahren. Also jetzt hier sind jetzt viele touristische Läden, aber die wohnen hier wirklich noch. Und zwar sind das 4 Etagen, diese Häuser. Die erste Etage ist fürs Vieh, die zweite Etage ist die Küche, die dritte Etage ist zum Leben und die vierte ist die Terrasse. Dieses Haus kann man in Asterix und Obelix sehen mit Gérard Depardieu. Und das ist hier kaputt gegangen beim letzten Erdbeben. Das hier ist übrigens mein Guide. Ich glaube, der hat ein bisschen viel Alkohol getrunken. Er zieht eine Fahne hinter sich hinterher. Das ist die Gladiator Arena. Die Häuser wurden aus Matsch und Stroh gebaut. Hier sind auch wieder Erdbebenschäden zu sehen. Puh, gleich bin ich oben. Es sind übrigens 1300 Meter Höhe hier. Wow, was für ein Ausblick. Hier sind auch wieder Erdbebenschäden zu verzeichnen. Das ist der Blick gen Westen da hinten. Wartet mal, ich zoome mal. Das ist der Hohe Atlas. Da sind wir hergekommen, drüber weggefahren. Dort ist Osten. Da die beiden Kinder, die haben einen Leguan in dieser Tasche drin und wollen damit Geld verdienen. Sowas lehne ich generell ab, Tiere für touristische Zwecke zu missbrauchen. So, jeder hat sein Leben verdient. Ja, also da ist Osten. Norden und Westen. Ich gehe jetzt hier in ein Berberhaus. Also das war mal ein Turm hier vor dem Erdbeben. Das ist ein kleiner Raum. Da wird unter diesem Raum Feuer gemacht, dass es da drinnen warm wird. Die Wände sind 60 cm ungefähr zur Isolation. Eukalyptus, Tamarin und Bambus ist das Dach. Und hier geht's nach oben. For the technique, first thing you should do, just we make a note. Like this. So. Hop on, hop off. Es geht wieder los. Der Bus ist offen. Und ich habe keinen Plan, wo es jetzt hingeht. Und Mittag gab es da. Es hat 120, also ungefähr 12 Euro gekostet. Und es war ein Menü. Und zwar Vorspeise, Salat. Dann konnte man sich die Hauptspeise aussuchen. Und am Ende gab es noch eine Mandarine und eine Banane. Und der Tee war gratis. Und jetzt esse ich noch mein letztes Stückchen Konfekt von gestern. So, jetzt geht's weiter. Wir verlassen diese Stadt und ja,
Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. So, ich bin in Quarzatate. Das ist hier hinter mir das Schloss. Leider haben wir nur 15 Minuten Zeit, weil der Sonnenuntergang jetzt hier im Winter so früh ist. Und also in 15 Minuten kann ich leider nicht durch diese Stadt gehen und durch diese Medina gehen. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, ob ich da mal reingehe. Ich weiß es. Ich gehe hier auf den Markt. Guck mir mal an, was es hier so zu shoppen gibt. So, habe mir jetzt schon mal so einen Schal hier für die Wüste besorgt für 30 Dinar, also 3 Euro. Dass ich nicht den ganzen Sand in den Mund und in die Nase bekomme. So, wir machen hier noch eine kleine Pullerpause und schaut euch mal an, wie schön das hier aussieht. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde vor dem Hotel, wo ich heute Nacht schlafen werde. Und wir sind hier kurz hinter Roseville. Das ist ein Ort oder eine Gegend, wo Rosen angebaut werden. Wir fahren jetzt schon circa eine Stunde durch das Tal vom Fluss Dardes. Und demnächst muss irgendwann mein Hotel kommen. Ich bin schon ganz gespannt. Die letzten, die wir abgesetzt haben, das ist schon eine Stunde her. Und ich freue mich drauf, morgen die Gegend in grün und hell zu sehen. Was für ein Glück, ich bin da. Das ist mein Hotel. Schauen wir mal! So, bevor es um was anderes gibt, gibt es erstmal Suppe. So, das ist hier mein Hotel. Hier geht's zur Rezeption. Und hier geht's in mein Zimmer. Leider ist es jetzt schon dunkel. So dass man nicht sehen kann, wo ich bin. Das ist nämlich eine Schlucht hier. Und hier unten, da fließt der Fluss. Ah, oh, da läuft ein Doggy. So, und jetzt zeige ich euch noch mein Zimmer. Ganz einfach. Hier ist das Bad. Riesig, oder? Und hier ist das Bett. Und das Fenster führt auf den Flur. Ich bin jetzt noch mal rausgegangen. Hier auf so einen Parkplatz, weil ich höre hier den Fluss. Leider nimmt meine Kamera nicht so weit auf. Aber schaut mal, hier unten ist der Fluss. Und hier sehe ich Felswände. Es ist tatsächlich eine Schlucht. Vielleicht kann ich es euch morgen früh ein bisschen besser zeigen. Ich versuche es jetzt noch mal hier. Denn hier plätschert es. Hier wird es ja keine wilden Tiere geben, oder? Was sagt ihr? Hier kann man wahrscheinlich mit einem Jeep durchfahren. Hier sind die Felswände. Naja, viel mehr geht hier auch nicht. Schade. Ich laufe jetzt noch ein bisschen durch den Ort hier. Aber es scheint hier nichts weiter zu geben, außer Hotels und Campingplätze. Und hier Felsen. Vom Fluss scheine ich jetzt ein bisschen weg zu sein. Den höre ich nicht mehr. Aber ich höre eine Party. Party. Übrigens, in der Gegend hier leben die Berber. Okay, ich habe jemanden getroffen, der mit mir Französisch spricht. Leider kann ich ihm nicht antworten, aber ich habe verstanden, hier ist Ende. Okay.
der da. Ah, der zweite konnte Englisch. Der hat mich auf einen Tee eingeladen. Aber ich gehe zurück, denn morgen früh ist die Nacht vorbei. Wir sind jetzt im Wüstensand angekommen. Va bene, ma non so. Io sto pensando.